A story which will never end as long as the dynasty continues. Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid zur nächsten Folge. Ja, wir haben den Frühling, das nächste Jahr ist angebrochen. Ich würde sagen, lasst uns doch mal schnell nach den Bäumen gucken, ob sie wieder gewachsen sind. Interessiert mich jetzt eigentlich am meisten, ehrlich gesagt, zur Zeit. Ne, die sind nicht gewachsen. Nur die, die wir zuletzt gepflanzt haben, etwas später, die sind gewachsen. Aber dafür haben sie jetzt so Blüten hier überall an den Bäumchen. Gut, ist ja auch Frühling, ne? Passt ja. Ah, guck mal, Pflaumen sind auch so, ja, so ähnlich. Ja, welche Farbe ist das? Wie bei den Kirschbäumen, so ähnliche Farbe. So ein Rosa, ne? Eine Art Rosa von der Farbe her, würde ich jetzt mal sagen. Die anderen Hopfen sind auch groß geworden, bei den anderen scheint sich auch nichts weiter getan. Ne? Wieso sind denn manche größer und manche kleiner, okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil die hatten wir ja alle hier gleichzeitig gepflanzt. Die hier teilweise später, aber die sind ja auch größer und kleiner. Hm. Naja, also da hat sich jetzt, ups, wir hängen fest, nicht so viel getan, schade. Guck mal, hier guckt noch das Grünzeug zwischen, wo wir neue Feld angesetzt haben. Ja, was steht heute an? Ich hoffe ja, dass unsere Landarbeiter, mal eben gucken, die letzten knapp 356 Punkte noch schaffen in Feldarbeit, dann können wir den Bienenstock vielleicht heute noch bauen. Das wäre mega nice, dann machen wir vielleicht ein paar Minuten länger. Ich habe mir das aufgeschrieben, ne? Es gibt wieder jede Menge zu tun. Wir müssen noch ins Management, genau. Wir hatten ja noch Leute geholt, den haben wir zwar schon Jobs zugewiesen, aber da müssen wir noch Korrekturen einstellen, was wie viel und was sie produzieren sollen. Steuern stehen an, ja, reparieren machen wir wahrscheinlich später. Nochmal neue Bewohner, wir haben noch freie Häuser. Ich habe gesehen, wir haben irgendwie ein Eisenproblem. Irgendwie ist das Eisen nicht aufgegangen, jetzt haben wir keine Picke mehr. Entweder gehen wir Eisen holen oder wir kaufen noch eine neue Picke, mal gucken. Sämlinge stehen natürlich wieder an. Und Tierfutter, wir haben ja irgendwie ein Tierfutterproblem. Jetzt haben wir schon 32 Tiere ohne Tierfutter, wir gehen mal eben gucken. Wenn wir dann mal wieder über den Zaun kommen. Och Mann. So, geht doch. Ah, wir können auch mal eben, warte mal, das machen wir zuerst. Mal eben gucken, was sich hier geändert hat. Aber übrigens sind das gar nicht mehr so viele Mütter, ne? Hatte ich auch mal geguckt. Wir haben nur noch drei Mütter insgesamt. Einmal die Bertha, das war ja die andere Jägerin. Und die kommt ja hoffentlich auch mal bald zurück. Hier, sie ist zurück, sehr schön. War eine Handwerkerin, das war eigentlich die zweite. Und Alruna war dann die dritte gewesen. Weil sonst ist keiner von denen in der Mutterschaft. Das heißt, es sind nur noch zwei. Die eine hier ist zurückgekommen. Handwerk. Und du warst auch hinweg. Ich glaube, dich hatten wir in der... ja, in der Taverne gehabt. Aber dann nehmen wir dich jetzt mal für die Taverne. Du bist ja gerade frei sozusagen. So, Taverne, Taverne, Taverne. Dann haben wir da auch mal drei Mädels arbeiten. Sehr schön. Taverne müssen wir auch nochmal dann rein. Die anderen Mütter haben ja gerade geguckt, da ist nichts passiert. Können wir noch schnell Tierchen gucken. Da ist auch nichts passiert, soweit ich das sehe. Dann gehen wir mal auf die Häuser. Beziehungsweise Gebäude, ne? Nicht die Häuser. Hier, craften. Machen wir erstmal die Taverne schnell. Was stellen die denn aktuell her? Kohlsuppe und Rührei und das Fleisch natürlich. Kohlsuppe, Rührei. Hatten wir nicht noch irgendwie eine Gemüsesuppe, irgendwas, was es mittlerweile gibt, die wir auch freigeschaltet haben? Da, Gemüsesuppe. Das bauen wir doch alles an. Ich würde sagen, damit auch alles genutzt wird, machen wir jetzt die Gemüsesuppe. Machen wir die, Moment, da, Kohlsuppe runter, die 70%. Weg damit. Und nehmen hier die Gemüsesuppe. Gesperrt, ach, haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Dann würde ich sagen, machen wir das kurz. Da haben wir alles. Hier noch nicht. Wo ist sie denn? Da, Gemüsesuppe. Einmal kaufen, bitte. Dankeschön. Dann können wir wieder ans Management. Gebäude. Taverne. Einstellen.
Da, Gemüsesuppe. 70% stellen wir dann wieder ein, wie wir es eben auch hatten. 1,82 Stunden ist nicht der Bringer, aber wir haben auch gerade mal 13 Fertigkeitspunkte bei drei Leuten. Wenn ja eine Person maximal 10 kann, dann sind es ja 30, das heißt 27 Punkte kann man hier insgesamt haben. Da fehlt noch einiges. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, die Schmieden, wieso auch immer, die haben irgendwie nicht geschafft, hier noch eine Spitzhacke herzustellen. Es ist das Eisen leer. Das hat mich natürlich sehr gefreut, als ich das wieder gesehen habe. Und die Werkstatt, die müssen wir noch einstellen. Da haben wir ja jetzt auch jemanden reingesteckt. Gucken wir uns mal eben an. Was wollen wir denn hier herstellen? Hölzerne Schalen theoretisch, aber da haben wir zurzeit noch mehr als genug auf Lager. Tonschale ist nur ein dekoratives Ding, ne? Also Tonschalen scheinen ja nicht verwendbar zu sein für diese Gemüsedinger und sowas, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ich weiß ja nicht, ob es von euch mal einer ausprobiert hat, ob die auch dann genommen werden. Das wäre natürlich interessant. Und wir müssen dann später halt hier die Flaschen herstellen, aber wir produzieren ja noch nichts. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal Schalen. Ne, die brauchen wir ja für die Suppe. Boah, ist aber auch wenig, was da produziert wird. Ballasse. 100 rein und komm, Gramm. Ja, komm. Hauptsache, wir haben da was. Die machen auch 5 direkt, dann sehe ich gerade. Okay. Naja, immerhin. Aber dann werden wenigstens die Schalen für die Suppe produziert. Wir hatten. Und hier Gewinnung. Wir hatten ja noch Grabungsschuppen gemacht. Müssen wir mal eben gucken. Da kommen jetzt Steine und Kalkstein rein. Was haben wir bei der Mine aktuell? Auch Stein und Eisen. Dann können wir hier die Steine wieder wegnehmen. Machen Eisen auf 100%. Grabungsschuppen nochmal eben reingucken. Was macht er denn? Ein Stein die Stunde und Kalk. Ja, das passt so. Ist in Ordnung, würde ich sagen, weil Stein haben wir echt viel auf Lager. Brauchen wir nicht so krass. Wir brauchen ein bisschen eher Kalkstein. Wir wollen ja die ganzen Häuser noch isolieren. Passt also so, würde ich sagen. So, wir wollten wegen Tierfutter mal eben gucken, hatte ich gesagt. Und reparieren wird auch langsam Zeit. So, da gibt es ein bisschen was zu tun nachher im Frühling. Theoretisch sollten wir wirklich den Bienenstock jetzt auch freischalten. Quatsch, hier sind wir verkehrt. Wir müssen einmal hier nach Roggen und Hafer gucken. Wegen dem Tierfutter. So. Können wir auch direkt mal kontrollieren. Karotte, Kohl haben wir. Da waren die Eierbeeren. Ja, Karotte, Kohl, rote Beete und jetzt fehlt die Zwiebel noch. Ja, alles auf Lager, okay. Dann ist es schon mal gut mit der Gemüsesuppe. Hafer ist eigentlich auch mehr als genug auf Lager, dass die Korn herstellen können. Ja, Roggen. Aber nee, guck mal, Roggenkorn ist auch mehr als genug da. Dann müssen wir nochmal ins Management. Hier, Nutzpflanzen, Scheune. Wieso wird denn hier noch nichts produziert? Wir haben doch schon 8 Uhr durch. Scheune. Ist auch nur einer da, aber wieso wird da nichts angezeigt? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso steht alles auf 0%? Ach, scheiße. Ah, ich bin auch doof, ne? Wir hatten doch die Scheune neu gemacht. Und wir haben es nicht neu eingestellt. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, hier hatten wir überall 5% drauf, ne? Das weiß ich noch. Mohnsamen haben wir. Ja, komm, da muss ja dein Auge gemacht werden. 5%. Mehl soll nur aus Weizen hergestellt werden, hatten wir gesagt. Da. Oh, das ist aber nicht viel. 0,2, egal. Geht nicht anders. Dünger. Aus Dung hier. Machen wir mal 20 und hier nochmal 20. Kein Dung, okay. Ah ja, stimmt, weil die Schweine kein Tierfutter hatten. Aber wir haben noch mehr als genug verdorbenes Futter. So, Tierfutter.
2 die Stunde. Machen wir auch mal auf 20, würde ich sagen. Müssen wir mal gucken, wie sich das einpendelt dann wieder, wenn hier dementsprechend hergestellt wird. Sonst? Ne, sonst brauchen wir aktuell nichts, ne? Dann haben wir noch 10% auf Reserve, falls wir irgendwie was anpassen müssen. Das würde dann passen. So, also haben wir uns auch ums Tierfutter gekümmert. Wir holen mal unsere Stute. Dann gehen wir nämlich verkaufen. Da steht sie. Nämlich noch Sämlinge holen. Die Steuern müssen wir machen. Oh, und ich sehe gerade, spreche mit Sambor. Okay. Die Unigost-Questreihe geht weiter. Wir müssen mit dem Sambor. Wir müssen da jetzt durch. Warte. So. Danke. Steht der nächste hier im Weg. Mein Gott. Hier ist aber auch wieder ein Verkehr. Wir kommen gerade. Hängt gerade richtig fest. Mist. Oh. Jetzt haben wir in die Wand gekickt. Ich steig mal eben ab, dann sehen wir das besser. Upala. Wir wollten dich nicht in die Wand kicken. Ist auch eine Stute, okay. Das war nicht unsere Absicht, sorry. Aber wir mussten da durch. Du bist ja nicht zur Seite gegangen. War der nächste im Weg gewesen. Auch weggekickt. Ah ja, komm, wir reiten einfach mal hier rein. Dann haben wir nicht so weit zu laufen, wenn unsere Taschen voll sind. Aber so viel wird da ja nicht sein. Ist ja kein Eisen da gewesen. Hier Angelspeer. Nehmen wir nochmal 5 Stück mit zum Verkauf. Die 20 Eisenpfeile, die ganzen Taschen nehmen wir mit. Sonst haben wir hier. Ja. Wie gesagt, Schalen ist eigentlich genug da und Teller. Sollte eigentlich erstmal reichen für die ganzen Suppen. Kalkstein 56, sehr schön, da können wir auch wieder ein bisschen isolieren. Sehr angenehm. Aber sonst. Ne, sonst haben wir nichts, was wir hier mitnehmen. Was sagt denn unser Gewicht? Ah, gerade mal die Hälfte vom Inventargewicht. So, dann nehmen wir noch einen schönen Satz Samen hier mit. Guck mal, wir haben sogar schon die erste Gemüsesuppe. 50 Nahrung, 5 Wasser, sehr schön. Was hat da eigentlich die Kohlsuppe gebracht? Oder, ja, Kohlsuppe hieß es, glaube ich, ne? Ja. 30, ja, guck mal, haben wir uns schon wieder verbessert. Sehr schön. So, Flachs hatten wir ja zuletzt auch erst verkauft. Das ist nicht mehr viel. Wir haben vier Felder, die mit Flachs bestückt werden müssen. Das heißt, 200 brauchen wir. Da nehmen wir noch 100 mit, dann passt das. Da nehmen wir nichts mit vom Hafer, das brauchen wir alles. Karottensamen haben wir auch mehr als genug auf Lager. Wir nehmen mal 25 mit. Kohlsamen, aber sowas von. Nehmen wir auch mal 100 mit. Roggen brauchen wir wiederum. Rote Beete haben wir auch. Samen, die wir mitnehmen können. Weizenkorn. Guck mal, wie viel Weizenkorn wir haben. Da können wir schön was herstellen. Zwiebelsamen auch mehr als genug. Nehmen wir auch mal 50 mit. Ja, haben wir doch ein bisschen wieder was zum Verkökern. Da hatten wir unser Pferd geparkt. Dann würde ich sagen, reiten wir mal rüber zum Unigost. Dann können wir auch die Steuern direkt. Ah, entscheide dich doch mal, wo du hin willst. Können wir auch direkt die Steuern machen. Ach, guck mal, hier wollten wir ja auch noch einen Weg durchgezogen haben, ne? Ah ja. Was man nicht im Kopf hat, ne? Wie war das? So, einmal Geschwindibus rüber, aber nicht da zum Sambor, wo das Ausrufezeichen da anzeigt. Ich glaube, das werden wir dann später machen. Ist ja dann jetzt auch die allerletzte Questreihe, die es wieder gibt, die wir gerade machen. Finde ich auch übrigens sehr schade, dass die bis heute nichts an der Questreihe erweitert haben. Finde ich relativ schade. Aber wir machen sehr so viele Neuerungen. Hätten auch mehrere schöne Nebenquests rein, hätten sie auch noch reinpatchen können. Ne? Gab ja einige Updates, seitdem es das Spiel gibt. Aber an den Quests hat sich so nichts wirklich getan, finde ich. Meine ich zumindest, ich habe da jetzt auch nichts mitbekommen. So, angekommen. Wo haben wir denn den Unigost? Da hinten läuft er. Aber wir parken mal hier in der Mitte. So, Unigost hier geblieben. Oh, haben wir nicht genug Kohle für die Steuern? Okay.
Dann verkaufen wir erstmal, würde ich sagen. Angelsperre. Eine Tasche. Ja, die lasse ich mal drin. Vielleicht brauchen wir die noch wegen der Feldarbeit. Vielleicht machen wir ja auch ein bisschen was. Die 20 Pfeile weg. Die 41 Taschen. Da kann er nur noch 13 von nehmen. So, jetzt. Ja, jetzt können wir die Steuern zahlen. Sehr schön. Dun, 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 dun. Ah, wo ist denn der? Ach, guck mal, die sind doch alle hier zu Hause. Und hallo? Habt ihr wieder ein Türproblem hier? Ich will euch doch nur was verkaufen. Warum blockt ihr euch denn selber? Ah, jetzt scheinen sie es hinzukriegen. Oh, jetzt hängen wir hier auch irgendwo fest. Geht doch, mein Guter, hier, so. Nee, warte mal. Du bist der Sohn von denen. Da. Da kriegt er so wie mir. So. Wo waren sie? Taschen, Taschen, Taschen. Da. Er kann auch nur einen Bruchteil nehmen, na toll. Aber wir haben noch Samen, die sind immer günstiger. Kannst du da noch was? Jawohl. Was ist deine Frau? Ja, die Frau war auch noch zu Hause. Die nächste. So, Taschen, Taschen, Taschen. Wo waren sie? Da, 17 Stück haben wir noch. Die kann alle nehmen. Hat sogar noch dick Kohle übrig. Jawohl. Dann können wir hier weiterverkaufen. Und das war's schon. Okay. Ja, gut. So, den Unigos können wir auch mal gucken, ob wir nicht noch ein paar Samen bei dem untergeschoben bekommen. Oder verhökert bekommen, so rum. 49 hat er noch. Ja, da kann er hier noch ein paar Karottensamen nehmen. Sehr schön. 0,1 hat er noch. Fast genau auf 0 Pleite gemacht. Adelina, meine gute Sämlinge. Ah, wir müssen noch Sämlinge mitnehmen dann, ne? Aber wir haben nicht so viel Kohle. Wir mussten ja auch Steuern zahlen. Und viel war nicht auf Lager, ne? Weil ja nichts Eisenmäßiges produziert wurde. Aber jetzt bist du pleite, okay. Dann würde ich sagen, oh, ich habe gar nicht geguckt, ne, was wir brauchen. Da hätten wir vorher mal ein bisschen drauf achten sollen, ne? Aber sie hat gut auf Lager. Ja, ich glaube, da muss ich ja nochmal separat. Hopfen, Hopfen, Hopfen. War das Hopfenfeld jetzt voll gewesen? Ich glaube schon, ne? Hopfenfeld müsste voll gewesen sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch Kirschsämlinge. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal alle Elfe mit. Wenn wir zu viel haben, egal. Verkaufen wir. Pflaumen, war das Feld voll? Nee, das war auch nicht voll. Dann nehmen wir mit, was geht. Das war's. Dann verkaufen wir nochmal wieder einen Rest hier. Dann, ah komm, den einen Pflaumensämling nehmen wir auch noch mit. Apfel war voll, meine ich. Birne weiß ich nicht mehr. Aber egal, wir haben ja erstmal Sämlinge jetzt wieder geholt. Dann muss ich zur Not nochmal Geschwindibus dann hier hinreiten im Offscreen und ein paar Sämlinge holen. Erstmal viel wichtiger ist, wir kriegen mit den Sämlingen jetzt auch nochmal Punkte, dass wir hoffentlich die Bienenstöcke dann freischalten. Ja, wird aber auch knapp. Ich sehe schon, wir haben schon wieder 18 Minuten um. Ich hoffe, das haut noch hin. Wir können ja mal eben gucken. Ah ja, so viel ist nicht passiert, ne, von den Punkten. Die sind ein bisschen langsam unterwegs da, mein Gott. Ey. Dann wird's wohl doch erst was in der nächsten Folge mit dem Bienenstock dann. Schadi. Schadi, schadi. Aber wir können ja, ne, wir haben uns ums Tierfutter gekümmert. Ich guck gerade nochmal auf meinen To-Do-Zettel für diese, ja, nicht nur die Folge, aber für den Frühling jetzt. Ja, Bienenstock steht ganz oben, aber das wird wohl leider nicht klappen. Management haben wir gemacht, ist erledigt. Steuerhammer gemacht, ist erledigt. Reparieren noch nicht. Bewohner habe ich auch stehen, das werden wir wohl erst nächste Folge machen. Das Eisenproblem habe ich hier noch stehen. Dann halt Sämlinge haben wir gerade gemacht und unten steht Tierfutter als letztes, das haben wir auch gemacht. Würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Sämlinge. Um die Felder wird sich ja gekümmert, ne? Alle drei bei der Arbeit. Es gibt auf jeden Fall schöne Punkte. Das heißt, der Bienenstock kommt immer näher. So, dich parken wir mal hier. Dann würde ich sagen, gehen wir die Sämlinge doch mal pflanzen. Hier müssen wir Pflaume. Nehmen wir doch erstmal die Pflaume. So. Na, so viel Pflaumen hätten wir, glaube ich, nicht mehr gebraucht. Ne? Na, wir gucken mal, was haben wir? 9. Obwohl 9. Oh, ich glaube 9 geht sogar genau auf.
Das wäre natürlich jetzt mega geil. So. Nein. So. Jo. Ja, die neuen müssten komplett aufgehen. Das wäre ja jetzt wieder mal richtig lucky, ne? Haben wir echt wieder Glück gehabt. So. Ja, drei Stück noch. Passt. Da haben wir ja genau richtig eingekauft. Als ob wir es gewusst hätten. Ja, guck mal, die Hopfen, das war voll das Feld. Das war richtig, was ich gesagt habe. Weil da waren wir ja beim Dagobert nochmal extra kaufen. So. Apfel, ha? Apfel und das war Birne. Die waren noch nicht ganz voll. Dann werde ich das nochmal holen müssen. Aber die Seite war doch voll, ne? Genau, hier Apfel. Das ist voll. Und Birne ist auch voll. Okay, das heißt, nur da vorne fehlt. Aber Kirschbäume fehlt noch einiges, ne? Machen wir dann hier mal weiter. War schon richtig gewesen, so rum. Da unten ist Kirsche. Da sind die 11 auf jeden Fall nicht zu viel gewesen. Wird wahrscheinlich noch nicht reichen, die 11 Stück. Die reichen sowas von nicht. Da müssen wir dann in der nächsten Jahreszeit nochmal Sämlinge holen. So, bis hier weiter geht nicht. Kirschbäume haben wir alles gemacht, was geht. Dann machen wir die Seite. 5 Stück haben wir noch. Ja, das reicht sowas von nicht. Na, wo fängt's an? Da. Dann ist hier gepflügt. Gehen wir hier weiter. Ja, obwohl. Aber wahrscheinlich wird genau einer fehlen, so wie es aussieht. Ja. Einer, ne? Ja, war ja wieder typisch. Immer diese Einer-Geschichten. Egal, ja, können wir uns merken. Ein Kirschsämling nächstes Mal. Und wir brauchen... Das war Apfel. 1, 2 Apfel und einmal... Ah, Moment, hier geht's ja noch weiter. 2. Das ist ein 2er-Feld, würde ich sagen, ne? 4-mal Apfel. Und ist das ein 1er? Hier sieht auch noch ein 2er aus. 2, 4, 5 Birne. Okay. Muss ich mir da mal notieren, das werde ich dann im Offscreen separat nochmal holen. Die letzten Sämlinge hier. Wir waren ja gerade erst da gewesen. Oder haben wir... Perfekt, ja, noch andere Sämlinge gerade gekauft. Ne, haben wir nicht gemacht, okay. Dann haben wir das erledigt, also nochmal gucken. Management ist erledigt, Steuern, Sämlinge. Ja, das Eisenproblem haben wir noch, ne? Palisade habe ich auch noch drauf, den habe ich eben überlesen. Aber so viel Rundholz haben wir gar nicht mehr. Das würde ich mir auch lieber für den Bienenstock dann aufbewahren. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, das passt. Kommen wir, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Wo gab's nochmal die Spitzhacke? Aha, ich weiß es gerade nicht mehr. In Hornika gab's die, glaube ich, ne? Ah, das ist jetzt zu weit weg. Das ist zu weit weg, dann werde ich das Eisenproblem beim nächsten Mal mit euch lösen. Oder ich werde es auch offscreen machen. Da müssen wir mal gucken. Sonst haben wir aber eigentlich alles erledigt. Wir können noch mal eben ins Management gehen. Und zwar mal schauen, wo uns jetzt noch Leute fehlen. So, hier ist alles voll, weil wir können ja noch Bewohner anwerben. Eine Jägerin kommt ja noch zurück. Ich hätte auch gerne eine Sammlerin, die dann Beeren und Pilze nebenbei sammelt, weil das kann man ja auch mittlerweile alles verkochen. Zumindest die Beeren, da kann man ja auch Wein oder Saft irgendwas draus machen. Hatte ich gesehen. Dann würden wir noch eine Sammlerin einstellen. Da Scheune, klar, ne? Da sind noch Plätze frei. Da werden wir mit Sicherheit noch ein, zwei Leute reinsetzen müssen. Tierhaltung, da ist bis auf 1 alles voll. Was war denn jetzt eigentlich noch? Warte mal. So, 2 Mütter haben wir ja noch aktuell. Einmal unsere Jägerin. Und sie ist quasi, ja,
Entweder Tierfarm oder Handwerk. Dann würde ich sie in den Stall stecken. Wir hatten ja einen Stall, wo nichts drin ist. Dann haben wir da nämlich hinten alles abgedeckt. Dann brauchen wir uns nicht mehr um die Ställe kümmern. Dann können wir um die anderen Gebäude gucken. Also eine Sammlerin für die Jagdhütte fehlt uns. Für die Werkstatt fehlt uns noch jemand. Sind schon mal zwei Leute. Und dann war es das schon. Speicher haben sie ja geändert. Da muss keiner mehr rein. Da fehlt eine Person. Hier sind zwei. Da kommen auch noch. Hier war die dritte. Ja, drei Personen fehlen uns. Ja, drei, ne? Genau. Einmal hier sammeln. Dann. Werk. Ne, zwei. Wie kam ich denn jetzt auf drei? Warte ich denn jetzt drei? Also Werkstatt eine. Tierhaltung haben wir in Reserve, die kommt bald zurück. Noch eine Sammlerin. Ja, dann war's das. Also zwei Leute. Ich würde sagen, da gehen wir nochmal eben gucken, ne? Reiten wir nochmal nach Denica. Das, oh, wenn wir dann hier drüber kommen. Das schaffen wir zeitig auf jeden Fall noch. Guck mal, da steht auch noch unsere Stute. Als ob sie es gewusst hätte, dass wir nochmal kommen. So, auf, meine Gute. Wo auch immer du da wieder gerade hängen geblieben bist. Einmal geschwind über den Zaun und auf nach Denica. Ich hoffe, die haben da jetzt auch noch ein brauchbares Pärchen dann für uns sitzen. Machen wir eine Sammlerin und einen Typen dann in die, in die Werkstatt dann noch rein. So, mal gucken, was wir hier finden. Hey, block mich nicht. So, Handwerk nur zwei. Hier. Ja, ist Farmen 3. Ist wieder am Heucheln hier. Ne, der Theobald, da war niemand. Ja, er hat Handwerk 3. Was brauchte man denn nochmal für das Sammeln? Ich weiß das schon gar nicht mehr, ne? Jagdhütte. Arbeit dazu. Ah, hier sammeln war dieses Überlebenszeichen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Warte, jetzt ist die Ausdauer zu niedrig. Ne, hat das auch zwei. Sonst noch jemand hier, der ein neues Zuhause sucht? Ne. Nee, leider nicht. Aber eigentlich nur ihn als Handwerker da. Sie hatte da eine 2. Ja, das würde aber reichen erstmal fürs Sammeln, würde ich behaupten. Mal gucken, ob die vom Alter zusammenpassen. 2 und... Oh, der ist schon recht alt hier. 32. Die ist 26. Ja, die sind schon ein bisschen auseinander. Nee, du, da würde ich lieber nochmal in einem anderen Dorf gucken. Zeitlich kriegen wir das noch hin. Komm, wir reiten mal nach Lesnica noch rüber. Jetzt muss ich gerade... Da vorne können wir raus. Vielleicht haben wir auch Glück, wir kriegen da eine Spitzhacke. Ich glaube zwar nicht so dran, aber naja. Wir werden es sehen. Der Sneaker, das war aber eher... Obwohl, da war da auch ein Schmied, ne? Wir könnten Glück haben. Wir könnten Glück haben, dass wir in der Sneaker noch die Eisenpicke kriegen. Dann ist auch unser Eisenproblem noch gelöst. Dann hätten wir das in der Folge auch schon. Oh, hat uns aber einen Fuchs gerade weggekickt. Eigentlich, ne, müsste der jetzt ja totgetrampelt sein, der Fuchs, ne? Könnten wir Kriegsbeute hier aufs häuten können. Naja. Das finde ich auch noch ein bisschen doof, ne, an dem Spiel. Dass man immer von Tieren so weggekickt wird dann. Das finde ich nicht so cool. Ja, guck mal, da war eine Schmiede hier. Ups, ein bisschen zu weit. Da kühlt auch gerade der Gute. So, mein Guter, zeig mal hier eine Spitze. Jawohl. Unser Eisenproblem ist gelöst. Nicht genug Münzen. Ah. So ein Mist. Hat man noch irgendwas zum Verkaufen? Nein.
Was ein Dreck. Es gibt mir die Schuhschere 112. Das reicht beim Dicken nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, okay. Dann weiß ich aber, dass ich nicht so weit muss. Dann kann ich hier nochmal eine Picke demnächst dann mit euch holen. Dann gucken wir mal hier, was die Dorfbewohner angeht. Da, guck mal, da haben wir doch jemanden, der Sammeln auf Stufe 3 hat. Sie auch. Und er hat bei Handwerk 2. Ja, komm. Jetzt ist er wieder hier am Keuschen. Die hat da auch eine 2. Aber ihr beide habt bei Sammeln 3. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier ein Pärchen zusammenkriegen. Der hat 20. Den müssen wir aber auch noch hochpushen. Wie ist der Gang, mein Guter? Plus 10, sehr schön. Wo hat's jetzt? Feldarbeit oder Jagd? Da gucken wir nochmal schnell. Ja, der hat Sammeln, ne? Aber ich würde sagen, wir machen lieber die Feldarbeit. Plus 10, jawohl. Kriegen wir noch mehr hier hin? Ah, schönes Wetter, ne? Plus 10, jawohl. Der ist schon mal sowas von safe. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch die passende Holde für dich finden. 31. Ja, sie würde zum anderen Typen wieder passen. Ah, Mann, ey. Und sie ist 21. Ja, haut dabei hin. Okay. Ja, 72 passt schon vom Wert, ne? Wir schaffen eine neue Siedlung. Gertruda. Schön, dass du dabei bist. Und dann machen wir ihn noch hier schnell. Neue Siedlung. So, wir sehen uns da, mein Guter. Zimovit. Mein Gott, das sind wieder Namen, ey. Wer sich die ausgedacht hat. So, meine guten Bewohner. Wir sind schon wieder um ein Pärchen an Dorfbewohnern reicher geworden. Jetzt haben wir 52. Ich hole langsam auf zu euren 60, was ihr mir da geschrieben habt. Wenn die noch alle hier Kinder kriegen da, die wir zuletzt geholt haben, dann habe ich aber auch safe die 60 Bewohner. Und ich kann auch Gebäude bauen. Ich hole euch noch ein. So, Haus zu weisen. Das machen wir wohl mal zuerst. Ach, wir haben sogar noch ein Haus, was leer steht dann. Ah, und wir brauchen dann ja noch jemanden für den Bienenstock, ne? Das wird dann die nächste Geschichte sein. So, Gertruda, du solltest sammeln gehen, Arbeit zuweisen. Jagdhütte, Arbeit zuweisen, Sammler. Oh, das müssen wir auch noch direkt einstellen, ne? Gucken. So, dir auch noch ein Haus zuweisen. Das hier. Und dich hatten wir gesagt... Ah ja, Handwerk, genau. Du hast dann zwar... Nur eine 2. Ah, guck mal, er hat 3 bei... Mal eben schnell was gucken. Ah, Mist, der hat da auch noch 2 gehabt. Der andere Holzfäller wird ja mittlerweile höher sein, ne? Das möchte ich dann ungern austauschen. Ja, schon 5. Nee, okay, komm. Ich glaube, wir hatten aber auch gesagt, ne, mit der 2 ist okay. Passt dann schon. Ist jetzt nicht so schlimm. Obwohl, wir hätten ihn auch zum Sammeln... Aber sie hat auch dann... Ne, okay. Machen wir ihn in die Werkstatt. Passt schon alles. So, Handwerker. So, Jagdhütte müssen wir noch kurz rein, haben wir gesagt. Niemanden zuweisen, sondern hier gucken. Was machen denn die Sammler? Sammler steht schon auf 100%. 30% Bären gibt es ja jetzt nicht. Pilze. Was ist denn alles Sammler? Johanniskraut, das brauchen wir doch nicht sammeln. Wegerich brauchen wir auch nicht sammeln. Pilze. Ja, ich meine, dann kann man ein bisschen Pilze auf Lager. Wer weiß, was man noch damit... Obwohl, das ist Blödsinn, ne? Pilze. Wir brauchen eigentlich nur die Bären. Komm. Alles hier reinballern. Klar, Bären sind zurzeit nicht zu sammeln. Obwohl, komm. Wir machen 20% runter, 20% Bären, dann kann sie auch ein bisschen Bären sammeln. Ja, so. Ja, komm. Lassen wir so. Fertig. Ja, dann würde ich sagen, es ist jetzt doch noch mal ein paar Minuten länger geworden, aber wir haben vieles abgearbeitet vom Zettel, ne? Guck mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen stehen drauf. 1, 2, 3... 4, 5 Sachen davon haben wir gemacht, also die gute Hälfte. Hat doch gepasst, würde ich sagen. Ja, von daher hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Euer Nobody. Ciao, ciao.